Hallo, in Berlin ist zwar noch Sommerpause, aber trotzdem wird natürlich gearbeitet. Erst gestern hatten wir eine lange Sitzung der Föderalismuskommission, wo wir uns erneut damit beschäftigt haben, wie man endlich damit aufhören kann, ständig neue Schulden zu machen. 1,5 Billionen Euro Schulden haben die staatlichen Ebenen zusammen in Deutschland. Wenn man dies auf die Bürger umrechnet, bedeutet das mehr als 18.000 Euro Schulden für jede Bürgerin, jeden Bürger, vom Kleinkind bis zum Greis. Das kann so nicht weitergehen. Wir können diese Schulden nicht schultern und nachdem wir sie auf immer weniger Schultern verteilen, ist dies schon gänzlich unmöglich, eigentlich ein Verbrechen an der kommenden Generation. Die Frage ist nur, wie beenden wir diese Schuldenmachen? Es gibt verschiedene Vorschläge, die SPD und die Linkspartei sowieso wollen weiter erlauben, dass der Staat sich verschuldet, nicht nur in Krisen, sondern auch in Normalzeiten. Die Union will dies eher auf konjunkturelle Krisen beschränken, aber auch dies hat in den letzten 40 Jahren überhaupt nicht funktioniert, sondern es sind immer mehr Schulden angehäuft worden und deshalb sagt die FDP, es hilft nur ein Neuverschuldungsverbot im Grundgesetz und in den Länderverfassungen. Wir müssen in der Verfassung festlegen, dass der Staat keine neuen Schulden machen darf, dass der Staat keine neuen Kredite mehr aufnehmen darf. Nur dann wird sicher sein, dass nicht neue Schulden gemacht werden und dass die Altschulden dann sukzessive abgebaut werden. Wir setzen uns dafür ein. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns. Wir wollen Deutschland für die Zukunft fit machen. Wir wollen den jüngeren Generationen ihre eigenen Chancen geben.